Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play State of Decay. Und wir sind jetzt gerade kurz davor, auf das Dach des Hauses links von uns zu steigen. Da wartet nämlich ein Herr namens Ray auf uns. Ja. Genau. Für den musste man ja erstmal alles aufräumen. Ja, letzte Folge war wirklich haarig. Maybe later. Ja, und ich suche gerade nach ein bisschen Heilung. Was bringt der Snack? Auch nur Energie? Ja, leider. Also Ausdauer bringt er. Ja, meine ich ja. Schade. Aber man findet hier ja eigentlich auch allerlei. Gucken. Da haben wir Aspirin und Methadon. Jawohl. Das peppt uns schon mal ein bisschen. Ein bisschen, ja. Ich guck gerade, wie viel. Da. Okay. Ja. Und noch Methadon hinterher. Zack, los geht's wieder. Wieder. Auf dem Supermedikamenten-Trip. Ach, der mag es weiter. So, wir könnten hier mal einen Außenposten einrichten. Auf jeden Fall. Looks like a good spot for an outpost. Are you sure? That's a big decision. Bla bla. Yeah, I'm pulling the trigger on this outpost. Hier liegen nämlich noch einige Materialien rum. Ist auf jeden Fall praktisch. Und die Außenposten, wie ich erfahren habe, beinhalten Fallen für die Zombies. Wenn man also viele Außenposten um seine Basis hat, dann kommen eigentlich gar keine durch bis zur Basis. Sollten wir vielleicht also vor unserer Haustür auch noch ein, zwei machen? Tja, und jetzt aufs Dach, ne? Jo. Da müssen wir hinten rum über die Feuerleiter, ne? Wobei, es gab ja auch eine Treppe nach oben, ne? Ja. Oder du musst dir links am Rand die andere Leiter... Ist da noch eine? Ach nee, da ist gar nicht noch eine. Ja, man sieht's nicht so richtig. Ach, hier, hier ist noch auf eine. Jeden Fall noch ja. eine. Ja, damit kommst du wahrscheinlich hoch. Da steht er doch schon rum. Genau. Mal wieder eine kleine Aufklärungsmission. Glad you made it. Hope this wasn't too far out of your way. I like to come up here sometimes to think. Really gives you a sense of the big picture, you know? Go ahead. Have a look. Take it in. My family's got deep roots in this town. My grandpa started with nothing but the deed to a few dozen acres of empty wilderness. And he spun it into a lumber empire that put all four of his kids through college. My father took that education and gave back to this town. Miguel Santos was the first Latino mayor Marshall ever had. Did you know that? No. Community, you see. That's what matters. Now more than ever. Mm-hmm. All of us together, doing our own thing, but helping our neighbors when they need it. Sehr weise Worte an dieser Stelle. Hat er recht, ja. And some good. But my family's always done our part to help her through the bad and make the good even better. The way I see it, this whole thing is just another bad time. And I just know my daddy and granddaddy are looking down at me right now saying, Raimundo, you've got to do the right thing. So that's what I'm doing. Just helping out any way I can. You need supplies, I can arrange a trade. You need a car, I can hook you up. Anyway, I've taken up enough of your time. You've probably got a lot on your mind. You don't need old Ray talking your ear off. Tell you what though, give me a little while to put something together. A sort of a welcome to the neighborhood present. I'll give you a call when it's ready. See you then? I'm cool with that. I'm cool you with stay that. Safe out there. Ja, ein hilfsbereiter Mann, dieser Ray, wie wir gerade erfahren haben. Und du kannst hier auch Aufklärung drücken nochmal. Oh ja, das machen wir noch kurz. Das sollten wir noch mitnehmen, denke ich. Vertraut ihr dem? Es klang fast schon ein bisschen zu schön, um wahr zu sein. Ja. Gonna take a look around. Mal schauen, er hat ja gesagt, er bereitet was für uns vor. Was ist denn nochmal ein SWAT-Zombie? Ach, die haben diese kugelsicheren Westen an. Dieses SWAT-Outfit. Scheuert. Ja, ist wahrscheinlich gebissene SWAT, also Einsatzkräfte. Yeah, ja, oder von der Army gebissen. Ne? Ja. Hey, I still wanted to ask you about something when you got time. Da sind ganz schön viele, neuerdings. Ja, die Lage verschärft sich hier wahrscheinlich ein bisschen mit der Zeit. Ja, ein paar vom Militär sind scheinbar den Zombies zum Opfer gefallen. Ich glaube ja auch immer noch heimlich, dass die irgendwas mehr damit zu tun haben, um ehrlich zu sein. Ja, ja. Das würde man ihnen auf jeden Fall zutrauen. Vielleicht kommt der Virus ja auch aus der Ecke oben links von der Map. Ursprünglich. Oh. Mhm. Vielleicht ja, haben die das Wasser verseucht am Staudamm oder so. Ey, unsere Lieblingskarre. Ja, und jetzt, wir haben immer noch was auf dem Rücken, das bringen wir mal nach Hause. Boah, die haben sowas von das Wasser verseucht.
meine, wir könnten höchstens, oder? Sollen wir noch schnell noch einen Außenposten oder haben wir eh keine Materialien gerade? Ich glaube, die kosten keine Materialien. Ja, die kosten nur Einfluss. Ach ja, stimmt. Ja, ich würde sagen, dort, wo halt Zeug ist, was man dann looten kann. Schöner Heimweg. Könnten wir auch nochmal zu der Fabrik fahren. Oh ja, das könnten wir. Stimmt, da müssen wir auch noch da hin. Da könnten wir vielleicht noch einen Außenposten machen. I'm almost home. I hope you brought me something pretty. Ja, ein bisschen Benzin. Wie immer, Lilly, weißt du doch. Ne? Aber sind auch immer noch 42 jetzt. Also wir haben zumindest nichts verbraucht beim Rumfahren gerade. There you go. Dann mal sehen. Don't say I never gave you nothing. Sweet. Sweet. Ja. Was meint ihr denn eigentlich jetzt wegen dieser Bibliotheksgeschichte? Wollen wir das mal angehen? Ja, wir brauchen mehr Materialien. Ne? Wollen wir die Lilly mal suchen lassen, während wir noch eine Mission machen oder einen Außenposten uns klar machen? Ich guck mal gerade, was sagen denn überhaupt die Missionen? If you're looking for something to do, I think I can hook you up. Ja, we need to get a better look at our surroundings. I'll get you the location. Ja, wie gesagt, wir könnten sie halt jetzt echt nochmal nach Materialien suchen lassen. Ja, das können wir auch machen. Nebenbei, dann können wir uns die Bibliothek nämlich auf jeden Fall bald leisten. Müssen halt nur überlegen, was wir dafür wegmachen. Ja, das Trainingszentrum oder das Lager, eins von beidem hatten wir ja überlegt. Lager ging, glaube ich, nicht, ne, weil das da fest integriert war. Ach ja, stimmt. Das Trainingszentrum war ja nur, dass wir dann 10% weniger Ausdauer haben. Ja, das ist verkraftbar. Nee, mehr Fitness. Nein, ich meine, wenn wir es wieder wegmachen, hätten wir dann wieder 10% weniger, wie man jetzt macht Sinn. Und Krafttraining geht wahrscheinlich ein bisschen runter. Thank you. Really means a lot to me. Jetzt geben wir der Lilly gerade das Ding zurück. I figured it was the least I could do. Und das war's? Ja, okay, okay. Ja, okay, Lilly. Ist ja echt nett von dir, wie du dich bedankst. Ja, ist eine ganz liebe. So, Brandbombe, ja. Können wir mal dabei lassen. Bisschen Medizin vielleicht? Was haben wir denn hier? Was war denn eben gut, dieses Methadon? Das hat echt viel aufgefüllt. Methadon hat ziemlich reingehauen. Ein Drittel locker. Ein Drittel von beiden. Das reicht jetzt. Das brauchen wir irgendwie eh nicht. Methadon-Junkie. die Waffe hält noch einiges aus, wobei wir mal eine coolere mitnehmen könnten. Ja, das Gewehr ist eigentlich ein Sniper-Gewehr, glaube ich. Ne? Wir könnten auch mal da was anderes nehmen. Die Pumpgun, oder was ist das? Ja. Schrot, ja. Flinte. Schwere Entscheidung. Schwere Entscheidung. Was mit der MG? Nee, die war nicht so cool. Die haben wir ja schon mal ausprobiert. Das eine Sniper-Gewehr auch 102 Einfluss kostet. Der Ray hat gerade Bescheid gesagt. Das Geschenk ist wohl fertig. So. Mal sehen, ob es ein Geschenk ist, über das man sich freut. Ich glaube, das reicht so an Zeug. Ja, ich denke auch. Eine Nahkampfwaffe hast du auch wieder gehabt? Gute Sache. Ich hätte ja gerne nochmal so ein Schwert. Ja, das war echt bisher das Coolste. Noch mal finden, ne? Das war ja, die Machete ist bestimmt genauso. Eine schicke Machete haben wir auch. Mensch, eine schicke Machete. Ja, wir könnten der schicken Machete, der normalen Machete, mal eine Chance geben. Mal gucken, was sie kann, genau. Ja, und jetzt knöpfen wir uns erstmal den Ekelzombie vor, der da oben ist. Und direkt daneben gibt es noch eine andere Mission. Das passt doch ganz gut. Neue Gegenstände im Gerichtsgebäude für irgendwas. Aha, da müssen wir wohl auch nochmal vorbeischauen, im Gerichtsgebäude. Nee, ich muss mich nicht ausruhen. Wir haben doch Methadon dabei ohne Ende, Lilly. Genau. Wir ziehen das jetzt auf eine ganz andere Nummer durch. Und Energy Drinks. Die wir auch selbst tatsächlich beim Zocken gerne mal selbst trinken. Aber ohne Methadon. Ja. Ohne Methadon, ja. Reichen völlig so aus.
Ich glaube, Methadon zieht einen auch eher runter. Das ist ja ein richtiges Schmerzmittel. Ja, widersprüchlich hier sowieso in dem Game, dass du dich von den ganzen komischen Medikationen immer so erholst, dann so schnell und so. Power. So, Ekelzombie. Ich höre doch schon kotzen irgendwo. Ja, wo ist er denn? Ja, komm, macht mal die Tür auf. Ich glaube, da drin prügelt sich schon einer mit dem, oder? Man hört Geräusche von da drin. Oh! Ja. Oh. Damn, I'm tired. Okay. Der Jacob? Ja, der Jacob war's. Die ist schon geil. Alter. Und die Machete halt, auch. Ja, die bleiben halt ziemlich liegen erstmal. Die Kombi macht's aus beiden gerade. Beide Arme abgeschlagen. Wir haben auch immer noch nie diese Schalldämpfer-Sache ausprobiert. Ja, übel, ja. Irgendwann das stimmt. Machen wir es vielleicht. Ach, come on. Wo willst du hin? Oh. I need a breather. Ja, erhol dich mal, Kollege. Oh, da ist der Ekel. Die Ekelsau. Schnell weg. Und was ist hier los? Da ist doch bestimmt noch was am Start. Was willst du denn von mir? Der hat irgendwas. Oh. Ja, legen wir los. Okay. Man muss die Mission ja immer erst starten. Jetzt habe ich schon einen Ekelzombie erlegt. Better get ready. We'll be on him if we keep going this way. Beide schlagen vorbei. Oh. Nachladen. Grab it! Du warst noch schneller als er. Oh, ich hör's knurren. Da ist er. Wow! Da war die Ausdauer genau im falschen Moment leer. Hat sich einfach neben mir in die Luft gesprengt. Die eklige Sau. Das ist echt widerlich. Wie entsteht denn sowas bitte? Wie entsteht denn ein Ekelzombie? Darüber wollen wir jetzt nicht genauer nachdenken. Ja. Wahrscheinlich irgendwelche Verwesungen oder so. Ich kann nicht anders, Entschuldigung. Themenwechsel. Okay. So, der Alan ist zufrieden. Reden wir mal mit dem Quentin. Something's been bothering me. I can't quite shake it. People been looking at Becca and whispering a lot lately. And then there was that whole thing where the sheriff kept calling her Alex. I don't know. Maybe it's none of my business, but if you happen to run into him, could you ask him what he knows? I really like this girl. I just want to make sure I'm not making a mistake. Sicher. Okay. Happy to help. Thanks. You obviously don't mention this to Becca, right? Of course not. Ja, helfen wir mal dem Guten. Er rennt einfach los. Und bleibt stehen. Ja, wo will er denn überhaupt hin? Unbelievable bullshit. Surrender your guns, surrender your food, and we'll keep you safe? Dunno. You want to kiss ass to some cops? You be my guest. In my experience, most of them kind of suck at the whole serve and protect thing. Also die hier können die wirklich gar nicht leiden. Ja, Lily hat gerade wieder über die Richterin hergezogen. Findet's nicht so cool, dass wir unsere ganzen Sachen abgeben müssen. Also hauptsächlich die Waffen. Denn wir müssen uns ja verteidigen, Mann. Also, wie soll das funktionieren? Wo sie ja auch irgendwie recht hat mit. Und wir wissen ja auch nicht, ob wir dieser Dame vertrauen können, ne? Das der ollen Lorden. Ja. Ich finde die Lorden, das stimmt. Das die olle Lorden trifft es wirklich. Die olle Lorden trifft es wirklich gut. Vielleicht sollten wir daraus einen Song machen. Die olle Lorden? Ja. Ja. Die hat einen Song verdient, die olle Lorden. Auch wenn wir sie noch gar nicht so gut kennen. So, und wir sollen jetzt den Sheriff befragen. Ich glaube, das gehört noch zur Mission. Genau. Was ist mit, was irgendwas mit der Becca, warum der die Alex nennt. Genau. Ne? Was ja auch komisch ist. Warum nennt der Sheriff die Becca nur Alex? Intrigen, sag ich euch. Und das ist der Schublade, was hier abgeht im State of Decay. Ach, der Ray wartet auch noch, dass du dir da dein Geschenk abholst. Ja, ja, der soll mal chillen. Aber vielleicht ist das Geschenk was, was nicht ewig da ist, ja, weil er schon so Stress macht gerade. Ah, da ist er. Hey, ja. How are you? I'm looking for Carl. Anybody seen him? The sheriff? Yeah. He went out about an hour ago.
Na toll. Figure's gonna hunt down this feral bastard that's been stalking our patrols. I don't know how long it'll be, but I can tell you where to look. I owe you one. Ja, danke für den Tipp. Spitze. Suchen wir den jetzt? Mal wieder hin und her. War nicht absehbar. Ganz was Neues. Ja, oh, ist nicht so weit. Ist gar nicht so weit, genau. Ist eigentlich direkt vor der Tür. Der Sheriff ist nicht weit gekommen. Ja, irgendwo hier ist er. Es gibt drei Fragezeichen. Genau die Ecke, wo wir eben immer waren, ne? Wo wir den Außenposten gebaut haben. Ja. Anybody in here? Da ist er doch schon. Carl, hey. Wanted to talk to you for a sec. Shh. This son of a bitch has killed four of my people in the last three days. I got no plans on being number five, so keep your mouth shut and your eyes open. Okay. Oh Gott, der Tobsüchtige. Oh Gott. Der Nächste. Oh sofort den Molotow raus. Ja, und die Waffe, ist die schon geladen? Sechs Schuss noch ja. Im Lau. Molotow. Im Magazin. Molotow. Molotow. Oh Gott, der Tobsüchtige. Oh, der Tod von oben. Der Tod von oben. Könnte auch eingesetzt werden, oh wenn Gott. Er nicht in irgendeinem Haus ist. Oh Gott. Er ist in irgendeinem Haus. Sind sie ja meistens leider. Oh Gott, das wird so brutal. Das wird so brutal. Das ist verdammt ruhig. Oh Gott. Ist das scheiße. Habt ihr auch so Angst? Oh Gott. Ah! Oh Gott. Hier sieht's okay aus. Nee, hier sieht's wirklich gut aus. Oh. Ich hab. Das hört sich nach einem Ekelzombie an. Oh Gott. Das ist nur ein normaler. Boah, durch die Scheibe. Ja, komm. Aber jetzt ist es hier laut. Alles, was jetzt da ist, kommt her. Mann, wir treffen ihn einfach nicht. Ja. Erstmal die komplette Scheibe zerschlagen. Oh, Vorsichtshalber. Oh, oh. Oh, oh Gott, die Musik geht los. Schon da. Jetzt hätte ich schon gesehen, der Ekelzombie. Gleich rennt er auf. Ekelzombie wäre ja cool. Ach, Tobsüchtiger. Das ist so einer, der gleich einfach nur wieder angesprungen kommt und einen zerreißt. So wie die Maya. Kurz noch einen Energy Drink reinpumpen. Boah! Da ist er. Aber ich muss hier weg. Er ist irgendwo. Da ist er. Er hängt an deinem Auto. Oh Gott. Ja, fahr nochmal schnell dagegen. Komm her. Nein, der ist so wendig. Oh Gott. Was ist jetzt los? Der hat mich aus dem Auto geholt. Oh Gott. Oh oh. Sieht gut aus. Jawohl. Schon mal weggeschlagen. Oh, er ist immer noch da. Er haut drauf. Ein Arm ist schon. Das ja, war's. Das war's. Jetzt, das war's. Oh, that's that then. Boah. Now, what do you want to ask? I was wondering what you could tell me about the girl at the Grange. Becca? Becca? You mean Alice? Oh, hell. If I didn't cause her any problems for that, I didn't even think. So you do know her? Yeah. Yeah, I know her. Busted her for solicitation and possession off the house. Uh-huh. She was a prostitute? Mm-hmm. A good kid, though. I tried to get her cleaned up and off the streets, but it never took. Anyway, she wants to call herself Becca now, and that's her business. Okay. Well, thanks for the info. Guess I got a decision to make. Look, I don't know what you're asking for, but if you want my advice, some things ought to stay in the past. Anybody deserves a clean slate, it's that girl. Okay. Ja, also die Becker hat eine fragwürdige berufliche Vergangenheit. Aber der gute Sheriff meint, sie hat nochmal verdient, von vorne anzufangen. Genau. Außenposten hier vielleicht? Hm. Gucken, was es hier gibt. Ja, wir könnten eigentlich mal noch einen Außenposten direkt auch neben dem Sheriff Nagelbrett. Irgendwo aufmachen. Neben der ollen Lorten. Damit wir die besser im Griff haben, wenn sie durchdrehen. Ein paar Materialien. Ja. Und das nehmen wir auch noch mit. Lohnt sich hier aber dann doch nicht, einen Außenposten aufzumachen. Ja, nichts mehr da. Tja, bringen wir die erstmal zurück, oder?
Genau, das machen wir noch schnell. Meint ihr, die reichen schon für die Bibliothek? Oder sind's wahrscheinlich noch nicht. Also wir brauchen, glaube ich, 21 noch, ne? Wir haben 29. Ah, ja, stimmt. Also wenn es wirklich 50 waren. Ja, ich glaube schon. Oh, in der Basis gibt es auch wieder ein Problem, wie es aussieht. Der Sam scheint traurig zu sein. Ach ja, der Sam. Tja, ich erinnere mich gerade eigentlich an gar keinen Sam. Ist das eine Falle? Wir werden es gleich rausfinden. Sam ist eigentlich auch Bäcker und hat eine fragwürdige berufliche Vergangenheit. Und manche nennen sie auch Alex. Aber ihr könnt sie anrufen, die Nummer kennt ihr bestimmt. We'll crack open a cold one for you. Jederzeit da für euch. So, und reicht's mit den Materialien? Nein. There you go. Don't say I never gave you nothing. Aber nur noch einmal. Materialien finden. Oh, dann you know, stuff. Wir sind nicht genau 49. Ja, ein paar Materialien fehlen noch. Und wie es beim nächsten Mal weitergeht, das überlegen wir uns dann in der nächsten Folge. Die müsst ihr ja bestimmt welche gefunden haben dann noch eigentlich. Die hat doch eben schon, kam eben schon rein, die Meldung, dass sie was gefunden hat. Ja. Okay, ja, damit geht's dann weiter. Haut rein. Genau. Tschüss. Ciao. Tschüss.